Ja, und an die kommen wir nicht dran. Außer wir könnten hier irgendwo einen Block hinsetzen. Und das traue ich mich nicht, weil ich Angst habe, runterzufallen. Das heißt, wir könnten da eventuell... Wartet mal. Heikles Unterfangen. Es ist gerade ein bisschen ruhiger. Ist sie tot? Jetzt ist sie tot. Okay, ist ein bisschen ruhiger geworden. Wir haben erstmal eine Welle wieder abgewehrt. Ich würde gerne echt... Wartet mal. Wir müssen aber schnell wieder hoch, das wisst ihr. Nur einen davon. Nicht alle 120. Ich habe die gerade weggeworfen, ne? Und ich höre schon wieder die nächsten kommen. Okay, schnell runter. Einen dahin. Einen dahin. Oh, und die haben die Leiter weggemacht. Scheiße, die haben die Leiter weggemacht. Ganz ruhig. Alles ist gut. Und wieder hoch. Und hier ist unser Holz. Oh, alter Schwede. So, jetzt haben wir das natürlich hier einen zu hoch gemacht im Grunde. Und die haben auch hier unten schon... Hier unten haben sie schon was kaputt gemacht. Oh, Mist. Und ich glaube, ich mache gerade die falsche weg, oder? Na los, ihr die nächsten kommen. Ja, jetzt könnten wir uns hier theoretisch einen Ring rum machen. Wir könnten aber tatsächlich auch hier jetzt eine Stufe tiefer gehen. Das wäre mir eigentlich fast noch lieber. Denn dann könnten wir da die Dinger setzen. Passt mal auf. Ja, wir haben alles unter Kontrolle, meine lieben Freunde. Ist nicht mehr so. Ihr habt mir jetzt gezeigt, dass ihr böse Buben seid. Und jetzt haben wir, werden wir nämlich hier erstmal überall Spikes hin machen. Passt mal auf. Spikes. Die Axt brauchen wir nicht. Da bricht gerade irgendwas zusammen. Da kommen wir schon nicht mehr ran. Okay, ich gehe mal runter. Lass mir hier ein Feld frei. Hier machen wir jetzt mal überall Spikes hin. Oh. Hier können wir ja drauf. Ja, ich sichere das gleich mal ein bisschen ab hier alles. Da können wir keinen hinsetzen, weil der Stein ist. Den müssen wir morgen unbedingt wegbauen. Aber wir werden hier alles absichern. Das glaubt er wohl. Und dann könnte man ja hier theoretisch dann so einen Aufgang machen oder so. Und merkt ihr was? Die sind uns. Ich kann mir vorstellen, dass die uns eventuell gefolgt sind oder so. Aber jetzt haben sie echt ein Problem mit uns. Die nehmen wir mal da weg. Dann würde ich hier eventuell auch nochmal so eine Kranz vormachen. Ja, die Leiter nicht. So. Um das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren. Und ich glaube, ich höre wieder welche. Irgendwo sind die da wieder. Und wir machen hier Spikes hin. Ich glaube, die sind noch ziemlich weit weg. Also ich höre die Geräusche auf meinem Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video auch hört. Ich höre sie auf meinem Kopfhörer, aber das war's dann auch. Ich glaube, die sind noch eine ganze Weile von uns entfernt. Und hier können wir jetzt überall schön die Spikies hinsetzen. Und sie... Oh ja, gut, man kann es auch übertreiben, ich weiß. Aber wir haben ja eben unsere Erfahrung gemacht. Und man muss jetzt verdammt vorsichtig vorgehen hier. Das ist mir auch aufgefallen. Okay, hier kommen wir um die Ecke rum. Den Stein kriegen wir leider nicht weg, außer mit der Spitzhacke. Es ist 3 Uhr nachts und wir haben einigermaßen unsere Ruhe, sage ich mal. Denn wir haben uns hier echt ganz gut gesichert gegen die Zombies. Und wir sind nicht weit weg vom Dorf. Was bedeutet... Okay, da komme ich jetzt nicht ran. 18 haben wir noch. Das ist ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen wenig. Aber wir haben auch noch Steine und Krams. Gut. Und wir werden das alles aus diesem Metall bauen. Das gefällt mir übelst gut. Nicht, weil es so schick ist, sondern weil es uns erstmal eine echt... Da hinten kommen welche. Hinten kommen welche. Verdammt. Schnell wieder hoch. Und mal gucken, ob das was gebracht hat. Unsere kleine Barriere hier. Wir müssen hier auf jeden Fall morgen die ganzen Bäume weghauen. Und dann würde ich hier nämlich im Grunde... im Grunde würde ich dann hier anfangen und uns hier runterbuddeln, damit wir Eisen farmen können und sowas. Und nachts können wir hier ein bisschen Zombies jagen und tagsüber können wir in dem... Also wir haben jetzt hier so einen riesen Klotz, das ist natürlich ultra hässlich. Den könnten wir oben natürlich dann auch noch schön mit... hier fehlt einer. So. Oben könnten wir den schön mit Spikes mit Holz versehen, damit das nicht ganz so hässlich ist, das Ding. Und hier oben im Grunde so einen kleinen Hochstand drauf bauen. Ja, das könnte man machen. Könnte man machen. Und hier können wir eigentlich ganz gut den Eingang überwachen. Wartet mal. Hier dürfen wir nicht runterfallen, aber das ist die Leiter, kann uns eigentlich auch nichts passieren. Groß. Die Fackel nehme ich hier nochmal ganz kurz weg. So. Und wartet mal, dann könnten wir hier zum Beispiel jetzt einen Holzklotz draufsetzen. Ja, ich höre sie schon wieder. Ich höre euch. Ach, wir haben noch ganz viel von dem Eisenkram. Das ist total cool. Damit sollten wir erstmal ein bisschen hinkommen. Und ich glaube, die geben langsam so ein bisschen auf. Denn die merken, mit dem Opa ist hier nicht gut Kirschen essen. Und ja, aber damit verbauen wir uns selbst die Sicht ein wenig. Es war ja nur erstmal so als kleiner Fackelhalter gedacht. Damit es nicht so dunkel ist in der Nacht, ne? Ihr könnt nochmal schreiben, ob ich die Nächte, ob ich die wieder überspringen soll. Oder ob wir die weiter durchspielen. Na gut, die mit den Torches kannst du echt vergessen. Die müssen sie nochmal überarbeiten. Ja, Freunde. Es ist 5 Uhr, es wird bald Tag. Wir warten auf den Tag. Was machen wir jetzt am nächsten Tag? Ich würde sagen, die beiden Klötze können wir wieder wegnehmen. Das bringt uns gar nichts. Wir sollten vielleicht wir sollten das Ganze hier sichern, das ganze Areal so ein bisschen. Obwohl das schon echt sicher ist so, ne? Das ist schon echt cool. Wir sollten die Bäume hier weghauen. Das machen wir natürlich mit der Schaufel, wie gehabt. Und wir sollten dann sehen, dass wir uns hier noch ein bisschen weiter nach unten buddeln. Haben noch Leitern dabei. Und das noch weiter absichern. Das könnten wir eigentlich jetzt machen, wo es Nacht ist. Wir haben noch 4 Leitern. Wenn dann die Zombies kommen, könnten wir theoretisch immer noch schnell abhauen. Wo ist meine Schaufel? Hatte ich die jetzt? Da. Ja, Inventar ist immer noch ein bisschen unordentlich. Dürft euch nichts bei denken. Oh, das... Ach, hier sind wir schon auf Stein. Cool. Oder? Ist das... reißen wir gerade irgendwas anderes ab? Ah, wir sind total durstig. Deshalb haben wir hier keine Power. Trinke ich erstmal was. Und wir müssen auch was essen. Sonst werden wir bald an... Okay, das bringt uns so nichts. Wir müssen hier tatsächlich ein, wie es aussieht, ein von diesen Dingern wegnehmen. Und das wird richtig lange dauern, Freunde. Lalala. Okay, einer. Da kriegen wir wieder das Scrap Metal raus. Und noch einer. Okay, jetzt haben wir hier wieder so ein Doppelding. Den Scrap Metal. Können wir den nicht aufsammeln? Ach, sind wir 3 hoch oder was? Mein Gott, wir sind Riesen. warte mal. Ne, das ist Erde. Seht ihr, das ist Erde. Das müssen wir mit der Schaufel machen. Ja, okay. Hier unter würde ich dann tatsächlich den Schacht abdichten mit, ach, unser Inventar ist voll, wa? Oder können wir das jetzt nur einfach nur so nicht aufnehmen, weil es nicht auf... Ah, doch, jetzt haben wir es. Und ich glaube, es wird Tag. Dann können wir uns hier nämlich den Schacht, den wir uns hier runterbuddeln, den können wir uns auch sichern, dass die dann zwar von außen eventuell ranbuddeln können, aber, das bringt ihnen ja nichts. Das bringt ihnen ja nichts. Die müssten dann trotzdem erst noch
durch die 15 Dinger durchkommen. Also sie müssen im Grunde 15 Schaden anrichten, um bei einem so einem Block, bis sie da durchkommen. Ich glaube, beim normalen Block sind das irgendwie... Na, die despawnen schon wieder. Okay, wir machen ja wieder die Leiter hoch. Es wird nämlich gerade Tag und dann werden die Monster langsam und wir werden glücklich. Und warum kann ich hier, bitte... Hier ist doch nichts. Dass ich jetzt nicht hoch kann, das ist total komisch, gerade. Ich komme hier nicht raus, okay. Weil hier ein virtueller Block ist. Oder wie? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Ha, merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, sprach der Mann. Okay, ich würde sagen, ja, sind schon wieder ein paar. Wo kommt die denn her? Ja, klar. Nee, kommt mal hier rum. Kommt mal ja hier so hin, genau. Oh, ein Hirsch. Ah, cool, hier sind Hirsche, das ist sehr geil. Die lassen wir natürlich jetzt hier schön mal durch unsere Fallen gehen. Und den Rest machen wir hier mit dem... Mit dem Ding. Ja, und das ist... Das haben wir da mal Quatsch gebaut. Dass wir das Ding im Grunde hier... zwei hoch gemacht haben. Das ändern wir noch. Oh, haben wir schon alle verballert? Okay. Mist. Ach, das macht so einen Spaß mit der Knarre. Okay, ich gehe mal raus. Können wir hier rüberspringen direkt? Und vielleicht sollten wir uns hier echt einen Spawnpunkt machen. Ja, okay. Ich habe die Betten habe ich nicht mitgenommen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal hier einen gewagten Sprung. Heppa. Nicht so schlimm gewesen. Alles halb so schlimm. Ein Zombie war da noch. Ah, der ist auch drauf gegangen. Wunderbar. Jetzt nehmen wir hier die Bäume weg, hatte ich ja gesagt. Und was ich sage, das halte ich auch. Und da hinten ist ein Hirsch. Ja, das ist noch ein Zombie. Und die werden natürlich dann hier in der Gegend häufiger sein. Habe ich echt keine Munition mehr für die... Doch, habe ich doch noch. Alles gut, Freunde. Ich mache mir dann auch mal ein paar Kisten. Nachladen. Was? Ah, ich hab Schmacht. Komm, Hirsch. Ich hab Schmacht. Hirsch, ich hab Hunger. Wie bescheuert kann Hirsch sein? Ja, warte ganz kurz. Ich muss mir nur kurz das Zeug hier nehmen. Leute. Wir haben ja was zu essen dabei. Essen wir das erstmal. Ehe wir hier drauf gehen. Was trinken? Durstig waren wir gar nicht. Was essen? Und ein bisschen rumlaufen. Und wir müssen uns unbedingt hier einen Spawnpunkt setzen, dass wir das wiederfinden. Das heißt, ich möchte mich jetzt hier erstmal gar nicht so weit entfernen. Weil es wäre echt tragisch, wenn wir diese Stelle hier irgendwann nicht wiederfinden. Ne? Unseren Turm. Da ist er. Nehmen wir. Oh Gott. Und wo ist jetzt der Hirsch? Toll. Der ist natürlich schon weg. Den haben wir hier irgendwo erledigt. Ja, danke, liebe Zombie-Nauten. Idiotenköppe. Ich würde sagen, wir nehmen... passt auf. Ich nehme hier mal mit der Schaufel das weg, das Gras. Und wir nehmen hier die Reihe weg, damit wir hier durch können. Na? Bis hierhin. Und dann bauen wir hier noch eine Reihe drauf. Okay, passt auf. Wir bauen hier noch eine Reihe drauf. Das sieht nicht nur schicker aus. Nein, hier gemacht. Da wollten wir so eine Art Balkon haben. Aber das war eigentlich Quatsch. Das machen wir genau umgekehrt. Dann ist das viel besser. Da kriegen wir wieder Scrap Metal normalerweise raus. Oder auch nicht. Wir machen uns hier eine Reihe rum. Damit wird einmal unser Turm natürlich noch voluminöser. Oh Gott. Er hat voluminöser gesagt. Und zweitens. Also, ne, er wird noch stabiler dadurch. Und dann ist es ja auch noch so, dass wir auch besser hier die Spikes setzen können. Und die Zombies kommen eventuell nicht an uns ran. Wenn der 3 hoch ist, kommen sie nicht an uns ran. Bei 2 könnte es sein, dass sie da noch rankommen.
Okay, dann müssten wir den sogar 3 hoch machen. Ist jetzt momentan noch ganz schön viel Materialverschwendung. Da gebe ich euch recht. Aber wir werden das später nicht bereuen. Weil dann haben wir hier echt einen sicheren Punkt. Und von hier aus können wir dann losziehen. Und uns... pass auf, wir machen noch eine Reihe rum. Egal. Können wir da noch Spikes setzen, wenn wir jetzt hier draufstehen? Das muss ich erst ausprobieren. Hier draufstehen. Kann ich dann hier noch überall Spikes setzen? Wie viele Reihen kann ich da setzen? 1, 2, 3. 3 Reihen. Das sollte reichen. Das sollte echt reichen, Freunde. Und sie können hier nicht hoch. Richtig? Richtig. Hiervon machen wir mal Sharp Sticks. Und die können wir hier zupacken. Und von den Sharp Sticks machen wir hier diese Wood Spikes. Wir brauchen eine Menge. Erstmal, um das Ding so halbwegs zu sichern. Weil jeder Wood Spike, der einen Zombie erledigt... Entschuldigung, ich war aber jetzt vielleicht ein ganz... Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich hier... aber jeder Wood Spike, der einen Zombie erledigt, der spart uns einen Schuss Munition. Und Munition ist das, was wir momentan auch gar nicht so viel haben. Ne? Und was mich total gerade erfreut, ist, dass wir unglaublich tolle Frames haben. Das Video läuft hier gerade mit 60 Frames. Und das ist natürlich richtig geil. Also das ist echt cool. Und ich weiß nicht, ob es jetzt am Update liegt oder einfach dadurch, dass die Zombies hier nicht so zahlreich sind. Und hier anscheinend auch gar nicht so auf uns aufmerksam werden. Oder ob das daran liegt, wartet mal. Dass, ja, da ist ein Busch. Da müssen wir überall noch ein bisschen, warte mal, ich muss mal runter. Den Busch müssen wir mal wegnehmen hier. Mit der Schaufel am besten. Das geht am besten, oder? Gehen hier echt diese doofen Büsche nicht wegzunehmen? Mit dem Stock. Machen wir es mit dem Stock. Hier, das ganze Gras weg. Dann werden wir auch gleich noch ein paar Bäume hier wegmachen. Und die ganzen Steine hier einmal ein bisschen Ordnung schaffen. Na, das muss sein. Mit dem Stock. Ja, und dann können wir nach und nach unser Lager sozusagen von innen nach außen vergrößern. So war der Plan. Der Plan war natürlich nicht, dass wir hier gleich in der ersten Nacht draufgehen, da in unserem anderen Haus. Und hier ist es natürlich auch lang nicht so futuristisch wie in dem kleinen Dorf. Aber wir werden dann tagsüber, außer an diesem Tag jetzt, wenn wir mal so Ausflüge machen. Okay, können wir noch mal jetzt Spikes rumsetzen. Das können wir auch von oben machen. Hier machen wir da zurück. Und fällen vorher noch ein paar Bäume. Wie schon gesagt, Zombies sind jetzt echt gerade hier Mangelware geworden. So. Baum fällt. Oh, ich hätte beiseite gehen sollen. Vielleicht wäre... Oh, wie, Alter, was war das für ein Baum? Jui. Und guck mal, was dabei rauskommt. Unglaublich. Ja, Nahrung brauchen wir dann noch. Aber wir haben ja schon gesehen, es gibt hier ein paar Hirsche. Können wir vielleicht morgens ein paar Hirsche jagen. Und vielleicht, liebe Freunde, vielleicht uns das Leben ein wenig... Wir können das hier auch mal ein bisschen mit Stone ausflicken. Und vielleicht das Leben einfach ein bisschen angenehmer hier machen. Stein, da kommen die auch nicht durch. Dann könnten wir hier vielleicht so eine Reihe Stein rummachen. Um zu verhindern, dass sie sich irgendwie durchgraben. Alles gut. Ne, eigentlich alles gut. Hier, da vorne machen wir uns den Eingang. Da könnt ihr auch nochmal Vorschläge schreiben. Wäre ich euch sehr dankbar. Oh. Wenn ihr da Vorschläge macht, wie ich diesen vorderen Eingang am besten sichere. Ja, du bist im Grunde auch ein zu weit. Und das sind jetzt 3 Reihen Spikes. Und das Gute ist, das wird dauern, bis sich da durcharbeiten. Da müssen wir vielleicht nur noch ab und zu mal... Nerv. Ich kann ja das Gras auch weghauen mit meinem Stock. Ich habe einen Stock und ich werde ihn benutzen. Du garstiges Grasland. Ja, dann könnt ihr mal schreiben, wie wir das am besten machen. Dass da vorne den Eingangsbereich, dass wir den noch richtig sicher kriegen. So. Ja, ich hoffe, ich liege richtig mit meinen 3 hoch für das, für den äußeren Zaunwall. Und morgen gehen wir dann ins Dorf und machen uns die Nacht noch Kisten oder graben uns ein bisschen durch die Erde, damit wir noch ein bisschen Eisen finden. Weil ich glaube, wir haben nicht mehr sehr viel. Und unsere Pickaxe ist nämlich auch schon entweder fast in Dutt oder ganz in Dutt. Und wir haben kein Eisen mehr. Okay, das heißt Scrap Metal sammeln. Alles klar, kriegen wir hin. Wir sammeln Scrap Metal.
Entschuldigung, kleiner Huster, schneide ich hinterher raus, ganz klar. Und da, ui. Ah, so ein Klumpen ist da rausgekommen, aus so einem kleinen Steinchen, unglaublich. Und daraus machen wir uns dann Eisen, um hier unsere Höhle, unsere Mine weiter auszubauen. Ja, so ist der Plan. Und dann werden die Zombies uns nicht mehr überraschen können. Und wir werden hier eine richtige Wehranlage bauen. Und. So ist der Plan. Und ich nehme mal wieder meinen Klotz. Nee. Ja, wie spät haben wir es? Es ist 13 Uhr. Wir können eigentlich noch einen kleinen Abstecher in den Ort wagen. Was meint ihr? Und zusehen, dass wir uns da irgendwie ein Bett besorgen. Oder wartet mal. Wir hatten doch hier in der Nähe. Das ist jetzt hier gar nicht so weit weg. Im Grunde in der Richtung. Da war das Zeltlager und da sind doch Schlafsäcke. Haben wir Platz für einen Schlafsack? Ja, einen haben wir. Ich esse nochmal was. Hungrig bin ich nämlich auch schon wieder. Vielleicht können wir noch was jagen. Das heißt, da unten müssten irgendwo die Schlafsäcke sein, wenn ich jetzt in der richtigen Richtung unterwegs bin. Ja, bin ich ungefähr. Wir müssen sie gleich sehen können.